Aber abbrechen ist nicht so gesund. Und auf geht es ins nächste Gebiet. Oh Gott, jetzt wird's kompliziert. Und jump. Gut. Hier ist eine Tür, die von einer wundersamen Kraft umgeben ist. Die ist wohl fest verschlossen. Es wäre wohl besser, zum Gasthof zu gehen und weitere Informationen zu sammeln. Und los. Los! Toll. Jetzt riecht das Boot. So. Das ist so beabsichtigt, dass die Gegner da überstark sind. Denn im Gegensatz zu anderen Spielen, so. Vielleicht das kurz, wenn wir hier ein bisschen Energie regenerieren. In jedes anderen Spielen ist es hier so, dass man bestimmte Gebiete nur, dass man die einzelnen, Level oder beziehungsweise Überwelten, wie zum Beispiel hier in dem Fall bei den Ruinen, nur bis zu einem bestimmten Punkt erforschen kann. Und dann kommt man an eine Stelle, an die man erst viel später wieder hinkommen soll. In diesem Fall ist es so, diese Steintür kann man nur umgehen, wenn man drei magische Steine gesammelt hat. So. Ja, das funktioniert sogar auch für alle, wenn da einer dagegen steht, wie praktisch. So. Und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zum, also, Rasterhaus, Gasthof, ja, wie auch immer. Ich will nur kurz das nachschauen. Ah, nee, das war nicht hier. So. Hier sind immer Gegner. Also die... Hier ist es gescriptet, dass die so spawnen. In manchen, in den meisten anderen Arealen ist es Zufall, wo welche Monster spawnen. So. So kürzt man ab. Das Witzige ist eigentlich, es gibt eine Klasse im Spiel, die Feen. Die haben ja eigentlich den Vorteil, sie können über Abgründe schweben, aber... Aber im Großen und Ganzen ist das relativ gut. Ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, ob später eine Stelle kommt, wo man wirklich darauf angewiesen ist. Genau, hier wollte ich runter. Ach komm. Ich hasse die Kamera. Eine dumpfe Stimme dröhnt in deinem Schädel. Ich bin der Gott der alten Ehrentitel. Euch wird ein Titel gegeben, entsprechend der Zahl der getöteten Dämonen. Zeig der Toten 1232 Ehrentitel, Profi nächstes Ziel 1280. Ihr habt euch ja richtig angestrengt. Ja, mich hat es eigentlich nur interessiert. Es ist eigentlich irrelevant. Aber das ist ganz witzig, mal zu sehen, wie viele Gegner hat man eigentlich platt gemacht. So.
Dum 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 dum. Gut, es war jetzt wirklich sonderlich intelligent. So, dann gucken wir mal. Ja, natürlich. Der Gasthof an der Straße. Jetzt zeige ich erstmal etwas Witziges, Neueres. Hier. Der Bruder des Gelehrten. Mein Bruder ist saufen gegangen. Ja, ich weiß, da steht trinken, aber ich sag saufen. Weil es wahrscheinlich eher wieder gibt. Was du sagst, ich sehe meinen Bruder ähnlich. Das ist nicht gerade ein Kompliment. Ich glaube, das war auch nicht so gedacht. Und habt ihr nichts Interessantes mitgebracht? Wollt ihr mir nicht zeigen, was ihr gefunden habt? Guck, guck. Aha. Ich hab's. Dies ist ein Gladius. Da bin ich mir sicher. Nur nichts Außergewöhnliches, aber vielleicht im Kampf brauchbar. Aha, ich hab's. Dies ist Lavendel, da bin ich mir sicher. Das ist bla, wir wissen's. Aha, das ist eine Heilsalbe, da bin ich mir sicher. Soweit haben wir auch schon. Aha, das ist ein Rapier, da bin ich mir sicher. Nun, das ist nichts Ungewöhnliches, aber im Kampf überhaupt nicht brauchbar, da wir gar keinen Elfen in der Party haben. So. Ob wir dieses Zimmer wohl für uns benutzen sollen? Nee, wir gehen einfach in fremde Räume und klauen Zeug und blöd. Oma, möchtest du ja das hineinlegen oder entnehmen? Ja, ich möchte mal alles ablegen, was ich nicht brauche. Hier, ach, das ist nur für einen Dieb unbrauchbar. Das Rapier ist für den Heilungsnadel. Das ist alles. Nicht hat er nicht mehr, nein. Ich stelle mich gerade blöd an, so. Ach Gott, da muss man mit jedem Charakter einzeln zu den Typen hinlatschen. Das wusste ich gar nicht. Aha, das ist eine feine Robe. Aha, ich hab's. Dieses Zombie-Puder, da bin ich mir sicher.